Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Ja, gestern ist leider Folge ausgefallen, weil du ein bisschen dazwischen gekommen bist. Sagst du, hey, wenn du von der Arbeit um 14 Uhr heimkommst, kannst du schnell eine Folge aufnehmen, dann reicht's für heute Abend. Und dann kommt unser Vorgesetzter. Ja, hey, wie schaut's denn aus? Können die länger arbeiten und so? Ah, ihr habt ja ein bisschen wenig Plusstunden oder ich glaube, ich habe sogar Minusstunden irgendwie so. Ja, okay. Ja, und dann bin ich um 16, 15 erst rausgekommen und war dann voll im Arsch. Und bis ich dann dazugekommen bin, tja, war es dann auch schon. Überbringe den Brief als Geschenk. Trainiere mit Rittern des Königreichs, kämpfe gegen Martin im Dorf. Rittern des Königreichs. Wir haben immer noch 5 Punkte. Nimm hier die Mercedes. Mit der haben wir noch gar nicht geredet, oder was? Warte mal, die Kamera wegmachen, hier. Du wirkst etwas bedrückt. It's very kind of you to be concerned, but I promise that I'm fine. I was just thinking, the Death Knight's true identity, could it actually be Professor Yuritsa? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, you want me? I'm already having so much fun in my current. In interessiert zu sein. Verdammt, Magie und Bogen. Ah ja, wir haben die Unterstützungsdinger auch noch alle. Holy. Hier ist ja nix, ne? Na, da komm hier. Schmeißen immer wieder alles hin, was wir haben. Stoffbär mit der Rüstung. Ja, ich weiß. Warte mal, hat mir denn noch. War das. Scheiße, was war es jetzt? Feiching oder. Dammit. Ich hab vergessen, welches das war. Muss ich kurz nachschauen. Okay, es war Lavendel, aber da haben wir keinen mehr, ne? Feiching haben wir bloß noch. Und das Zeug. Was war noch? Statue war doch noch, oder? Habe ich die gekauft? Hatte ich die nicht? Statue der Göttin oder so? Oder kann man das nur einmal schenken? Oder ich habe das jemand anderen geschenkt. Das kann natürlich auch sein. Stoffe mit Rüstung haben wir dir gerade gegeben. Edelstein war es, glaube ich, auch, ne? Verdammt. Edelstein, Mercedes, bitte schön. So. Tee anbieten. Na! Was habt denn ihr zu tun? Wo stehst du hier dumm rum? Ah! Yes! Wir sind ja mit ihr noch auf C, ne? Genau. Kommen jetzt dann auf B und dann. Dann ist es ja so, dass ich, glaube ich, eine 25%ige Chance habe, dass die, wo auf B sind, sich, ich weiß nicht, was, einmal im Monat oder einmal in der Woche? Sind keine Zettel im Kummerkasten. Tja. So, jetzt ist die Frage, wo wäre das? Ah, fuck, ich muss ja immer noch so einen dämlichen Brief abgeben, ne? Inventar. Items? Nee. Fertigkeiten, Kampfdenken, Ziele. Warte mal, kurz mit ihr reden. Ja. Verlorene Items. Stimmt, das habe ich ja auch noch. What the fuck? Aber was haben wir denn hier noch? Liebevoller Liebesbrief. Du bist so tapfer und liebst deine Familie. Dein Lächeln ist einfach wunderbar. Ich glaube, ich bin verliebt. Den brauche ich in der Taktikfibel. Liebst deine Familie. Wer könnte das sein? Wer könnte es sein? Wie kam ich nochmal da? Familie. Der Ash vielleicht? Boah, scheiße, die sind alle hier. What the fuck? Ignaz, Oder die Petra? Ah, nee, die Petra, es war ein Mädchen. Ich kann ja bloß auf die Typen gehen. Felix. Hier sind nur noch die Erwachsenen. Hä? Wo ist denn der Ash? Bin ich jetzt doof? Ach Gott, da ist er doch. Hey,
Also er war halt ziemlich aufgebracht, deswegen. Shit, wo ist denn der? Da ist er. Hey, Ashi. Ja, Geschenk. Oh. Du nicht. Könntest du sein? Ich glaube nicht. Verlorenes Geschenk. Verdammt. Da fällt mir keiner ein. Hä? Oh, ja. You there, youngster. Won't you listen to this old man's troubles? I was born and raised right here in this town. I spent my whole life here. My daughter lives in the Empire, and she sent me a letter to ask if I was keeping up with my daily worship. Well, hello there, Professor. Is this a friend of yours? Ich kenne ihn nicht. Is that so? I was sure you two knew each other. Is there something we can do for you, good sir? Oh, what a lovely young lady. I was just telling this kind soul a story. Aber warum, Alter? Das ist ein bisschen komisch. Ich erzähle doch nicht irgendeinem Typen auf der Straße oder irgendwo einfach irgendeine Story. Really? What's troubling you? Well, I was thinking of going to daily prayer, but my leg's been acting up and I can't walk properly. How terrible. That's no good at all. May I be of assistance? I'd be happy to lend a shoulder and escort you to the chapel. Would you? Oh, I'd be most grateful to you. Thank the goddess for sending this young lady to me today. We'll need your help too, Professor. Here, sir, take my arm. Okay. Splendid work, Professor. He really seemed to appreciate our assistance. Wir haben eine gute Tat verbracht. Putting a smile on someone's face always seems to brighten up the day. Is something wrong? You're giving me a strange look. Woher wusstest du, dass er ein Problem hatte? Oh, how should I put this? I suppose it's just second nature to me. Was meinst du damit? It's difficult to describe, but I can usually tell when someone is worried about something. Back there, I could tell that both you and the old man were in distress. I spent a good amount of my life living in the church. Maybe that's why I'm so good at identifying these things? In der Kirche verbracht? Did I not mention that before? I spent nearly 10 years of my life in the Church of Fargus. Many came to us with their troubles. In my own time of need, I once ran to the church myself, and they helped me. May I share something with you, Professor? It's about a dream of mine. Was ist denn dein Traum? I'd like to work in the church one day. I want to be like the priest who helped me. Never mind. It's not a very realistic dream. Please forget I said anything. If I were someone else, perhaps a commoner without a crest or stature, maybe things would be different. It's a bit sad, but this is the way things have to be. After all, only the goddess can decide our fates. Nah. Sind wir jetzt haben Unterstützungslevel B erreicht. Zack, zack. Wir probieren es mal nochmal, wenn wir rekrutieren, vielleicht haut es hin. Wahrscheinlich nicht, aber hey, ich muss ja nur fragen. Fragen kostet nichts. Bla bla bla. Oh scheiße, ich hab's ja schon gefragt. Ah, verdammt. Na gut, dann halt nicht. Dann sollte ich dich halt nicht mehr voll. Was war denn hier jetzt nochmal? Hä? Da ist noch ein Auftrag. Da waren wir. Alois hat einen Auftrag? Was ist mit dir schon wieder? I'm going to catch me some mighty fish. Just you wait and see. But they haven't been biting. Euer lautes Gerede versteckt die Fische. Vielleicht haben die Fische Angst vor euch.
Everyone told me I was too loud, so I've been using my quiet voice. Ja, schaut nicht wirklich danach aus. Warte mal, da ist irgendwas, was ich geben... Liebevoller Liebesbrief? Ernsthaft? Ach so, der wird auch angezeigt, das sehe ich jetzt erst. Aber zum Alois? Ernsthaft? Ernsthaft? Das schockiert mich gerade, Alter. Ich dachte, es geht um die Studenten, jetzt ist das um den Gang. Aber wieso Familie? Von dem habe ich noch nie irgendwas über die Familie gehört. Am Lesen des Briefes beobachtet, er scheint ihn richtig glücklich zu machen. Hihi. Okay. 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 So. Da haben wir die Marianne. Ja, wir haben auch noch die ganzen Dings da. Fire Emblem. Three Houses. Verlorene Items. Spieletipps. Akzeptieren und schließen. Monat des Blumenkranzes, Monat der See. Monat des grünen Regens, Bogenspitze. Sind wir bei Bogenspitze? Ich hab keine Ahnung. Nein, Wyvern sind wir, oder? Wir sind Monat des Wyverns. Bin ich von Rehe, Catherine. Rehe, ja. Hey, die ist doch da gar nicht. Die Monika schaut eher ja echt irgendwie so suspicious, ja. Ich fang schon an, manchmal Englisch zu reden, Alter. Was geht ab, ey? Ich spiel so viel englisches Zeug. Wo ist denn die? Da ist die Catherine. Halt, warte, ich bin nicht da nicht gerade. Nee, scheiße, ich bin schon in die Kirche zurück. Ne, 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 I guess that's it. That was fun, wasn't it? Ja, aber ich hab gewonnen. Verlorenes Item. Brief an Rhea. Oh, this is mine. Sehr gut. Was haben wir da noch? Einführung ins Putzen hat man auch schon. Gegerbte Haut, getrockneter Hanf, Jutebeutel mit Stein, schwarzer Eis, spontios, Lexikon. Alter, ich hab so viel Scheiß. Alte Schreibfeder. Vor allem kann es sein, dass die gar nicht mehr stimmen, diese ganzen Dinger, weil. Poster von Manuela? Militärakademie Dorothea. Ach so, ja, stimmt. Die war ja auch eine. Schwarzer Eisborn. Da haben wir das immer noch. Felix. Ah, scheiße, der ist in dem einen Gang drin. Nichts nervt mehr wie dieser dämliche Gang im ersten Obergeschoss, weil der 10 Kilometer lang ist und ich da halt bis dahinter laufen muss. Hätte man doch nicht zwei Stockwerke draus machen können, hätte ich mich einfach einen zweiten porten können und fertig. We were little. Ingrid's always gotten this odd look in her eye when someone brings up food. Doch, das auch noch. Verlorenes Item. That's mine. Think. Bitteschön. Join me for some training sometime. I might like to become your student someday. Interessiert. Geschicklichkeit und Schwert. Den müssen wir aber, glaube ich, noch mit dem. Was schenken, um ihn aufzuleveln. Ja, wir müssen noch nachschauen, was wir noch haben, ne? Ja, ja, ja. Verlorenes Item. Alte Klammer. Haben wir da irgendwo was? Alter Kamm. Ach ja, Flayn, ja, stimmt. Wobei man mit uns Flayn eigentlich, also wenn wir uns gegen die Kirche stellen wollen. Was mache ich wieder manchmal, ne? Diese. Ja, super, das hätte ich da unten auch gleich machen können. Dann verlieren wir sie auf jeden Fall. Blablabla, bla, bla, verlorenes Item. Alter Klammer. Motivation verbessert. Stimmt, die gehört ja zu uns. Getrockneter Hanf, habe ich auch gesehen. Shamir. Die ist nicht am Marktplatz, sondern die ist da. Ich komme mir vor, wenn ich so ein... Okay. Was ist getrockneter Hanf? Gegerbte Haut. Petra.
Wo ist die Petra? Petra, 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 nix mit Petra. Ah, doch, die ist da. Ihr verliert so viel Scheiß, Mann. Was ist bei euch los? Könnt ihr euer Mist einfach nicht bei euch behalten? Ja, ja, ja. Trost-Lexikon. Ingrid. Die Ingrid ist doch auch da, oder? Natürlich ist sie nicht da. Ist die Annette? Das war die Monika, ja. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ich weiß doch, wie die Ingrid ausschaut. Oh Gott, die ist doch da sogar. Oh, ich hab jetzt... Ah, die Rothaarige habe ich jetzt geschaut nach. Hier, aber das ist jetzt... Oder der Rauschhaarige sind die an, nicht? Mann, Mann, Mann. Da ist sie. Now is to eat it. Should I smoke it? Stew it? Ugh, I'm drooling already. Verlorenes Item. Yes, that's Jutebeutel mit Stein. Raphael. Ist der nicht auch hier? Da steht doch sogar. Ja, ja, ja. Verlorenes Item. Jutebeutel mit Stein. Sauberer Verband. Hilda. Okay, brauche ich gar nicht versuchen. Hammer und Meißel. Hannemann. Das war ja, glaube ich, auch der andere, ne? Benutzte Verfünflasche ist auch für die Hilda Silberhalskette. Gilbert. Okay. Ist der Gilby nicht auch hier? Ne, der ist da oben. Oh ja, warte. Why are they having a fishing tournament now? Are they just giving up on the battle of the eagle and lion? You're not condoning this, right? Geschenk. Schwimmer. Wow. 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 So, das muss reichen, oder? Sag mir, dass das reicht. Verdammt. Irgendwas muss ich mir noch zustecken. Geschenk. Reitstiefel waren es doch, glaub. Wann ist das Reit? Jagddolch war es auch, ne? So, jetzt aber. Verdammt. Nee. Nervig. Könnt ihr Tee anbieten? Ja, ja, ja. Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eigentlich mit ihr in einer Rivalität. Manteltee, Angelika-Tee, ein reinen Kräuter mit Angelika, bla bla bla. Machen wir das da. Thanks for inviting me. That looks delicious. I think this might be my favorite tea. Sagt ihr das immer oder ist es so? Thanks. Der steht auch schon vor ihr, aber muss ich ihn hier noch anbieten? This is really nice. So. Nette Verbündete Schultage, unser erstes Treffen. Really? Fuck! Ich hasse es! Vor allem, man kann auch nicht hundertprozentig fähige Kamera. Gerald. Ja, das war mir klar, dass das steigert. Arbeitszeit der Wachen. Wow. Sie ist halt eine, wo ich halt einfach nicht drin habe, was bei ihr was bringen würde. Aber hat es wenigstens noch was gebracht? Verdammt. Schnauze, hier, Geschenk. Eulenfeder. Wow. Ah, leck mich. Jetzt habe ich keine Lust mehr, machen wir beim nächsten Mal weiter. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendeine Quest? Scheiße, wir haben noch diese... Ah, da ist die Pinwand. Das sind Kämpfer, ne? Harding und Fergus brauchen dringend Unterstützung, den Frieden zu wahren. Ah ja, wir haben noch die ganzen Unterstützungsdinger, ne? Mit der Edelgard bin ich jetzt schon auf B, ne? Training?
training again. You're certainly working hard, Kaspar. Oh, Edelgard. You scared me. You should have said something. I did, but no matter. What has you training with such intensity? It's never good to neglect one's training, but overdoing it is ill-advised as well. You could already give any student here a battle they wouldn't soon forget. You think so? Well, thanks. I appreciate that. I can't really stop training, though. I gotta get better if I expect to get anywhere in this world. If memory serves, you're the second son of House Burgleys, right? That's right. My older brother is the heir, and there are already too many mouths to feed in our family, so I can't count on any support. I pretty much have to make it on my own, you know? I understand. It's difficult being born a noble. Those who inherit everything also inherit great burdens, but the same can be said of those who inherit nothing. What are you talking about? I don't have any troubles. Who cares if I don't inherit anything? It just means I get to cut a path to my own future. You know what your problem is, Edelgard? You always have to make everything about you. Are you picking a fight, Kaspar? Hey, now come on. I didn't mean to be disrespectful. Always happy to fight, though, if that's what you want. I have no desire to bicker with you. Good luck with your training. Goodbye. What was that about? I'll never understand her. Naja, wenn sie dir mit dir redet und du ihr einfach hinknallst in der Richtung, ey. Mit denen? Mit der Bernadette? Ernsthaft? Warum sind die auf B? Achso, weil die immer hinten sind, ne? Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich noch zum Thema mit Kaspar sagen, aber egal. Hubert? Yes? I wanted to thank you. For the other day, you know, when I fainted. Thank you for carrying me back to my room. That was nothing. It saved me effort in the long run. Leaving you there would have just caused even more trouble. I guess that's true. Well, thanks. There, I said it, and now I'm going. Is this why you've been circling me like a vulture for the last several hours? Vulture's a bit... Well, yes. Yet you would have fled if I'd approached. It seems you will avoid me at almost any cost. Well, that's... You don't need to say it. I know. I'm frightening. I'm told so often. Please don't laugh like that! Apologies. I will be mindful not to laugh in your presence from now on. Terrifying. You think so? Oh no, now you're angry too. Hardly. I'm sorry to have frightened you. No, you're not. It's a trick. You're lulling me into a false sense of security. I can't stand it. She's a lost cause. Die ist so geil, die Bernie ist so der Hammer. Oh shit. Bernie, mit wem noch? Mit der Edelgard. Oh oh. Bernadetta. Lady Edelgard, what can I do for you? I appreciate all the effort you're making to overcome your fear of me. Your dedication is commendable. However, I'm just getting in your way, aren't I? Knew it, Bernie. You're just an intruder. Nobody wants you around. Stupid. Oh. Bernadetta. Yes. The problem you keep running into is that you don't listen to what people are really saying. That's why your efforts are in vain. You need to listen instead of jumping to your own conclusions. Are you listening to me? Yes. Then why aren't you responding? I wanted to listen until you were finished. Sorry, were you finished then? I was. Then, may I please scream now? By all means. But please try to make it a fairly quiet one. Just a tiny one? wait. What was I upset about again? That's weird. I forgot why I was about to scream, and now I don't even need to. What a nice feeling.
so durch, ey. I know that. But even so. But what? What did I do this time? I'm so sorry. Whatever it is, I'll go to my room and never bother you again. Wait, you didn't let me finish. I was only going to say that. Die Bernie, Alter. Die Bernie ist so geil, Alter. Das ist der Hammer. Hä? Achso, die können ja noch nie auf B kommen. Ferdinand? Our professor is wanting to see you. He has much concentration right now. I will wait for him to be finished reading. Diplomacy has an effect upon weapons development. Yes. Oh, Petra! How long have you been there? A short time. You were devoting all of your attention to that book. Forgive me. I was fully absorbed in my reading. I see you have been reading as well. Anything interesting? I am studying the history of Fodlan. A history book? What a keen student you are. And it's about House Hressfeld. Certainly a stimulating topic. I am wishing to learn all about Fodlan. What is the book you are reading? Oh, this? This relates to a little hobby of mine. The regional history of weapons development in Fodlan. Militaries have to adapt their weapons according to terrain and climate. And they have to keep up with technologies in other regions. It's very interesting. Yes, it is interesting. I see why you would be enjoying that kind of reading. Oh, does that excite your curiosity too? Perhaps you would care to read more about it then. This is just one of 18 volumes, and our library has the entire collection. I give you my gratitude. Research of weapons could be a good reference for me. Oh, please take my apologies. I was meaning to tell you that our professor is wanting to see you. Oh, it is not like you to forget something. I suppose I ought to be going then. Yes, it is a rarity that I forget something. But it is not impossible. Okay. Huh. Ah, verdammt, das regt mich jetzt auf, ey. Speichern. Na, warte. Geschenk. Was gibt's denn noch? Rosen haben wir, glaube ich, alle kein Problem mit. Und jetzt? Immer noch nie. Verdammt. Leonie, was soll der Scheiß? Warte mal, was ist denn mit dem anderen Zeug? Wo sind die Geschenke da? Narzissen, Nelken, ist egal. Hat, gibt's keinen, der wo irgendwie besonders mag. Wie schaut's mit Anemonen aus? Nee. Da stehen keine Anemonen. Doch da, Hilda mag die. Okay, dann ist auch wurscht, dann können wir die hier wegschmeißen. Die nervt mich gerade. Was soll denn der Käse? Warum nicht? Verdammt nochmal. So. Wir haben immer noch 4 so Dinger, was wir machen können, ne? Das ist die Frage, was reißen wir jetzt da raus? Nein, nicht Unterstützung. Einheiten. Wie sind da jetzt eigentlich alle drauf? Hä? Sind da jetzt alle? Achso, ja, wir haben die Flen ja auch. Sie hat Heilung und Weißmagie heilen plus 5. Gelassenheit. Stark. Wir müssen eh mal die Dinger überprüfen. Aber gut, an der Stelle bedanke ich mich dann mal bei euch fürs Zuschauen. Damit ihr eure Folge heute noch kriegt. Und danach muss ich noch mal eben nicht weiter auf, damit die dann für die nächsten Tage schon da sind. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Und meiner steht gerade bei den Füßen in der Treppe. Schau mal hin, das ist schräg gemacht, ne? Wenn ich jetzt hier bin ich auf dem Boden. Und dann geht's hier so schräg runter. Und dann bin ich hier wieder am Ding. Und dann geht's weiter schräg runter. Das ist so an der Kante stehe ich dann auf der Treppe. Das ist nicht richtige Treppe gemacht, sondern das ist einfach nur eine Schräge, wo du runterläufst. Weil hier bist du auch im Boden.
Ha. Lustig. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus.